Hallo und willkommen zurück zu The Quest. Ich habe wegen der Karte nochmal nachgeguckt, was da beim Dialog war. Bei dem hier. Und zwar hatte der gesagt, dass er im Outlands of Vastaris graben wolle. Was jetzt damit genau, welchen Ort er genau meint, weiß ich nicht. Also hier oben wohl irgendwo, aber... Und nachts sollte das sein. Also müsste man nachts nochmal vorbeischauen. Wir haben gerade Mittag. Also da gibt es jetzt nicht viel, was wir da gerade machen könnten. Die anderen Quests, die beziehen sich ja auch alle auf was anderes. Also können wir hier jetzt eigentlich raus. Wir könnten nochmal zurück zu der... Ach Moment, was ich noch machen wollte, war in den Shops zu gucken, dass ich Sachen verkaufe und kaufe. Gehen wir erstmal zur Schmiede da hinten. So, verkaufen. Das war das, was ich verwendet hatte. Das kann weg, das kann weg. Bei dem... Na ja, gut, kann auch weg. Ein Stab. Weg. Ein Bogen. Brauchen wir nicht. Ja. Dann können wir hier mal gerade reparieren. Beziehungsweise, ich guck mal gerade, ob wir hier noch bessere Sachen kaufen konnten. Heavy Weapon. Katana. 10 bis 20. Wir haben eine Cheap Katana. Der hier wäre auch slightly enchantable. Könnten wir also theoretisch uns holen. Flame Dagger. Cobra Dagger. Ach, das ist eine Wurfwaffe, ja. Ja, wir könnten auch das hier kaufen. Und das theoretisch dann noch verzaubern. Skullhelm. Boah, Geld haben wir sowieso satt. Machen wir das einfach mal. Ledersachen, da kann ich dann auch noch mal gucken. Die müssen wir da oben kaufen. Gucken wir, ob wir hier noch Sachen finden, die wir brauchen können. High Quality Padded Leggings. Leather Leggings. Das hier hat halt Armor 1. Das hat Armor 3, kostet 900, gekauft. Dann haben wir... Das können wir verkaufen. Padded Leather Armor, Armor 4. Hard Leather Armor, das braucht man nicht. Das hat Armor 5, aber das lohnt sich dann jetzt auch nicht so wahnsinnig. Freight Cap, Armor 2. Das könnten wir uns holen. Fashionable, Swell, Strongly Enchantable. Das hier sind zwei. Das hat im Moment gar keine Rüstung mehr, was komplett kaputt ist. Dann kaufen wir einfach das hier mit. Ja, und das hier könnten wir auch kaufen und verzaubern, einfach um die Boni da mitzunehmen. So, dann verkaufen wir den anderen Kram wieder. Das weg. Das weg. Ja. Haben wir alles. Mhm.
Jetzt muss man die Sachen noch verzaubern lassen. Was konnte man da unten machen? Enchant. Na, ist sehr wenig. Die Robe konnten wir aber. Attribute Dexterity. Ach, da ging nicht mehr, weil der 200. Die Robe kann sogar auf 300 hoch verzaubert werden, also mehr als der NPC anbieten kann. Mhm. Gucken wir mal. Weiche jetzt die mal ab. Und schreib mir jetzt mal die Werte auf. So. Damage. 31 bis 52. Mehr brauchen wir da auch eigentlich nicht aufschreiben. Training. Enchant. Short Sword. Add. Light. Machen wir mal auf die 100 voll. Das hier sind jetzt. Ach Quatsch. Light 6. Mhm. Das war jetzt mit Light. Ich glaube 6 waren das. 6 Light. Sind wir bei Damage 32 bis 55. Jetzt nicht so wahnsinnig viel Gewinn. Jetzt machen wir dasselbe wieder mit den 100 Storage. Machen aber stattdessen Dexterity drauf. Und zwar 4 Dex. Kostet ein bisschen mehr. Hat die Charges auch besser ausgenutzt. ...31 bis 52, das hat gar keinen Unterschied gemacht. Wieso hat denn das gar keinen Unterschied gemacht? Das müsste doch mindestens den Schaden von der Waffe erhöht haben. Das ergibt jetzt für mich keinen Sinn. Jetzt machen wir spaßhalber. Ja. Auch einen Unterschied gemacht. Wenn ich aber jetzt Stärke verzaubern würde, vier. Stärke wird es um 1 erhöhen. Das ergibt sich jetzt. Er gibt mir jetzt keinen Sinn. Kann natürlich sein, dass wir gerade so über eine Schwelle drüber kommen, dass diese, sagen wir mal, dass wir ja, dass dann vielleicht bei 48 Dexterity der nächste Punkt gewesen wäre. Aber selbst das wäre ja schwach.
Also es ergibt jetzt für mich so keinen wahnsinnigen Sinn. Ich wüsste auch nicht, wieso man da jetzt was... Gut, man könnte natürlich hier die... die Light Weapon enchanten. Armor haben wir 23. Dexterity müsste ja eigentlich auch in Armor reingehen. Probiere ich das gerade mal aus. Wir nehmen einfach mal das hier jetzt, weil wir dann auch einen höheren Wert haben können. Hätte ich natürlich jetzt vorher mal aufschreiben sollen, wie viel ich hatte. Armor 23. Ach, da haben wir noch Resists. Ich weiß gar nicht, ob ich die vorher auch gesehen hatte. Ich glaube, die hat es da vorher nicht gegeben. Fortify Armor, das können wir direkt machen, aber ich probiere jetzt erst nochmal das mit dem Dexterity aus. Hier in 30 bis 55, also das hat sich jetzt erhöht. Armor hat sich auch um 1 erhöht. Hm. Das scheint mir jetzt hier noch am sinnvollsten zu sein, wenn wir damit quasi die Rüstung 30% stärker machen können. Ja. Armor. Light Weapon. Ja, komm, mach mal einfach irgendwas drauf hier jetzt. Butterfly Short Sword. Fortify Armor. Wo das passend gemacht werden kann, machen wir es passend. Das hier ist Mumpitz. Katana. Dann machen wir wieder Light Weapon. Leggings 75. So, jetzt sind meine Sachen hier alle verzaubert. Außer die der Brustpanzer. Ja, und die Handschuhe. Okay. Dann haben wir insgesamt 34 bis 58, also schon ordentlich mehr Schaden. Und natürlich wesentlich mehr Armor. Vorher war ich bei 23, jetzt bin ich bei 38. Also 50% mehr. Gut, dann können wir jetzt... Wir sind 3 PM. Wir haben keine Quests hier jetzt für den Bereich bekommen. Dann könnten wir da jetzt auch eigentlich so hingehen und gucken.
Buddha, ich laufe jetzt erst nochmal in die Stadt rein. In die andere Stadt. Und werde dort mit dem Alchemisten reden. Wie sind die überhaupt im Hafen? Okay. Ah, gut, geht schon. Wie viele Mana-Tränke habe ich noch? 11. Das reicht auch mal. Mist. So, dann hier den Alchemisten. Ich kann nur noch mal gerade mit denen reden. Ob ich da nicht was vergessen hatte. About the shop. Snake Venom Book. The Snake Venom Book. So the good old farmer finally did it. Oh yes, of course. I want it. I'll give you 400 gold for it. I think it's really important, rare and valuable book, so I need at least 700 gold for it. Yes, yes, you're right. I see you're an experienced trader, so here is your 700 gold. Na, Wahnsinn, haben wir jetzt einmal was dafür bekommen mit dem Trading. Mhm. Der teleportiert einen, also kommen wir da gleich erst hin. Okay. About spellbooks. Okay. About a teleporter. Yes, Serena knows it correctly. I can take you to that ghost haunted dungeon. But what is it that she's searching for in that evil place? A book called Rituals of the Ancients. Oh, that book? She's crazy. She will never find it. This has been her obsession for many years. But if you, after all, find that book, you should give it to me. It's not for amateurs like she. It's mostly useful for magicians like me. Whatever she wants to pay you, I'll pay more. She promised to pay 4,000 gold coins for the book. I will pay you 5,000 if you give me the book. Consider this before I teleport you to that place. Forget it, I'll keep my word to Serena. As you wish, but then the teleportation will cost 500 gold coins for you. Here it is. Good, now go to the abandoned pier west of Matras. The teleporter will await you there. Mhm. Also dahin. Jawohl. Sunken Monastery. Monasterie. Cancel. Kann man nicht ziehen. Ja. You charge the sphere and feel mentally refreshed. Your mana has been restored. Na toll. Traumportal, haben undead. Das ist dann für Hitpoints regenerieren, nehme ich an. Permanent Strength Potion. Ja, das können wir dann wohl nehmen. Wie kann ich das benutzen? Ah ja. The Dragon of the North Book. Hm.
Ach so, weil im Kampf theoretisch. Pick. Chance none. Okay. Probieren wir einfach mal aus hier mit dem Disarm Spell. Mhm. Der kommt aber nicht. Zeit zum Heilen. Mana. Da schießt Anna auf mich, wie es aussieht. You're paralyzed. Ach, dann kann man nicht angreifen, aber... Cannot attack or move. Trying to attack will skip your turn. Aha. Das ist ja nicht so gut. Dann gucken wir hier unten mal. Lost Soul. Ja, das geht. Ich glaube, das ist ein bisschen zu hoch für mich. No. Komm
Können wir hier nochmal dieses Magie-Dings dann nehmen? Resist Magic. Steht da, wie viel genau das macht? 45%. Aha, 25 Runden. Okay. Healing. Heavy Armor. Spellbook of Smite Foul. Teaches Smite Foul. You don't know the spell. So, er kann aber auch jetzt. Ja, geht immer noch nicht. 3-4-1. Lost Key. Mhm. Neuer Lost Key. Big Chance None. None. Wofür gibt's denn überhaupt Lockpicking, wenn man sowieso nichts picken kann? Sollte ich mich aber auch jetzt heilen. Machen wir hier direkt mal. Als es nochmal nötig werden sollte. Ranger Boots. Mhm. Light Armor plus 8. Sind immer noch Gegner da, kann ich die Bücher immer noch nicht lesen. Hear a strange ethereal voice. Have faith through the chasm. Okay, das Ding ist jetzt zugegangen da hinten. Gestiegen und wir haben ein neues Schwert. Heavy Weapon, na toll. Nutzt mir nix. Okay. Die Dings sind weg, die der Kampf. Jetzt kann ich was benutzen. The Dragon of the North. Long ago, they lived a terrible dragon which came from the north to lay waste to the land. Its body was like an ox, its leg like a giant frog, and its tail like a serpent. Nothing could harm it, for its whole body was covered with scales harder than any stone or metal known to man. Its two great eyes stone like lanterns, and if you looked into them, you became bewitched into rushing headlong into its jaws. It could only be killed by means of King Solomon's ring, but no one knew where the ring was hidden. So although a huge reward had been offered for the dragon's death, it still flourished, all the while destroying the neighborhood. One day, a courageous young man heard about the reward and set off to find the ring. He met a famous magician from the east who helped him learn the language of birds. They, the magician said, would lead him to the ring. If the boy brought the magician the ring, he could interpret its symbols. The young man promised to repay the mage with part of the reward money if he could slay the dragon. The young man set into the forest and one night sat under a tree
where you heard two birds talking. He heard them tell of a witch girl who would come to a spring nearby to wash her face when the moon was full. The birds told the boy she could help him fulfill his quest to find the ring. They led him to the spring and he waited. Suddenly he heard a sound and a beautiful young girl glided by. He watched with delight as she washed her face using her long hair wet from the pool. As she dried her face, she saw him and was angry, yet she spared him the punishment her magic could have brought and asked him to come home with her. The young man agreed, and when they reached the girl's house, he found she did indeed have King Solomon's ring. The young man had to trick her into letting him put it on his finger, because one of the powers of the ring was invisibility. He managed to slip away from the beautiful maiden and run back to the magician of the east. The magician was happy that the young man's search had been successful. He interpreted the secret signs engraved upon the ring that gave instructions how to overcome the dragon of the north. The young had to make an iron horse on wheels and arm himself with a gigantic spear with the ring, which the ring would help him wield. The spear had to be as thick as a large tree and deadly sharp. He had to have two chains in the middle to fasten the dragon to iron stakes in the earth. Once the youth had spared it, after 2 or 3 days the monster's strength would be so far gone that he would be able to come near him and give him the final stroke. But he had to keep the ring of invisibility on his finger so the monster could not lash him with his tail. The young man thanked the magician for his directions and promised again, should he succeed, to reward him. When the dragon saw the boy, he had his monstrous jaws wide open, all ready for his expected prey. The youth trembled with horror, but did not lose his courage. He did as the mage had instructed and felled the dragon. The death struggle of the monster lasted 3 days and 3 nights and sounded like an earthquake. Finally, the dragon lay lifeless. The entire kingdom rejoiced, and the young man, after some further struggles, got his reward. If you had been the prince, would you have stayed with a pretty witch maiden? Vielleicht. So, was haben wir hier? Wir hatten noch ein anderes Buch. Das hier konnte man nicht lernen. Smite Foe. Incantation of this spell will cause a bone-shattering explosion of necromantic energy to strike your antagonists. It can cause immediate death if your opponent's health is beneath a certain level. It is an evil magic, not to be used lightly. Mhm. Naja. Da können wir jetzt drüber latschen. Super. Hätte ich mich vorher mal heilen sollen. Müssen wir das jetzt gerade live machen. Ich könnte noch einen besseren Heal-Spell brauchen. Komme ich nicht durch. Cure Plague Touch. Aha. Schalter. Müssen wir mal heilen. Mana. Yes, strange ethereal voice. Have faith through the chasm. Okay. Da kommt der andere Geist schon angelatscht. Light wounds. Thank you.
zurück. Jo, da hätten wir dann den nächsten Porter. Naja, immerhin sind die Seiten dann weg, dann könnten wir den in der Mitte später auch einfacher töten. Dann sollte das auch alles ganz gut gehen. Heavy Weapon. Da haben wir wieder einen Schalter, machen wir erstmal wieder eine Heilung. A Faith Through the Chasm. Da kommt er. Einmal heilen. Mal direkt wieder trinken. Jetzt zurück. Master Repair Hammer. Hallo. Mal direkt wieder eins trinken. Ach Moment, da komme ich hier andersrum. Wir könnten aber auch gerade mal den einen Geist jetzt in dem Raum umpusten. Ja, den da. Kommt der an? Ne. Na, ich glaube, auf der anderen Seite ist auch noch einer. Dann lauf mal lieber weg. Natürlich jetzt verschwendet. Naja, wurscht. Okay, Heilung. Mal gucken, ob wir mit den Mana Potions noch rauskommen. Wird ein bisschen eng. Jetzt sind wir von zwei Seiten angegriffen. Nicht so gut. Jetzt gerade zu wenig Schaden dran, jetzt bin ich tot. Ja. Okay, machen wir hier nochmal. Resist Magic. Ja, das ist ein bisschen dumm. Vielleicht indem ich einfach nur warte, dass der wegläuft? Ne.
Da muss ich schon direkt loslegen, damit der... Wenn ich ein paar Runden habe, wo ich draufhacken kann. Dann nehmen wir dieses Mal hier ein bisschen was anderes noch. Fortify Melee. Fortify Endurance. Machen wir das auch noch. Oh, der andere kommt jetzt gar nicht an. Umso besser. Light Weapon 8 bis 18. A Faith, Chasm und so. You're paralyzed. Ja. You're paralyzed, aber ich habe glaube ich noch Zauber, oder? Jetzt bin ich Mana. Ups. You're paralyzed. Oder kann ich da. Ah, da habe ich auch was. Scheiße, jetzt hatte ich das gar nicht gedingst. Okay, ja, es ist auf jeden Fall noch zu viel eigentlich für mich. Die Gegner. Fortify Mana. Fortify Melee. Endurance. Dexterity. Auf wie geht's. Diesmal kommt der andere wieder zu mir. Dann machen wir gerade wieder Resist Magic an. Und hier. Hier. Jawohl. Hier. Ach scheiße, das war Fortify Mana. Naja, aber wahrscheinlich jetzt auch nicht verkehrt. So, das war jetzt zumindest alles mein Mana, was ich trinken konnte. Gibt's irgendwas gegen eine Resist Poison? Aber ich habe nichts Resists. Resist Paralysis. Okay, dann hacken wir halt weiter drauf. Paralyzed. Heilung.
Alter Falter. Der zieht mir halt auch noch Mana mit ab. Naja, es wird nicht klappen. Da komme ich mit meinem Mana jetzt nicht aus. Ich mache an denen zu wenig Schaden. Und wieder paralyzed. Ja, ne, das wird nichts. Ich will das aber jetzt durchmachen, aber dafür bräuchte ich erstmal Mana. Also bauen wir erst nochmal Mana. Wo haben wir die? Da. Resist Plague. Restore Mana. Restore Mana. Okay. Restore Mana. Resist Paralysis. Und hier der auch. Cure Paralysis. Resist Paralysis. Achso, Moment, das war das Falsche. Toll. Na, wenn das immer fällt, dann braucht ihr auch gar nicht Ah, okay, es fällt nicht immer. Okay, zwei Stück. Dann trinken wir erst noch mal. Ne, nicht trinken. Doch, es war trinken. Fortify Mana. Melee. Dexterity. Endurance. Magic. So, auf geht's. So, jetzt sind wir wieder von beiden Seiten angegriffen. Und Heilung. Weg mit dir. So. Mana. Dann werden wir hier einmal heilen. Dann werde ich Resist Paralysis. Und dann sollte das passen. Resist Magic. Heilung. Und Mana. Mhm.
Halbtot ist er. You are paralyzed. Das ist jetzt nicht gut. Cure. Ach, come on. Ja, das ist auf jeden Fall scheiße. Und Heilung. Heilung. Kannst du ruhig mal mehr Schaden machen hier. So. Und durch. Heilung. Nochmal trinken. Resists, Paralysis. Und drauf. Er wird ja lang gehalten. Oder viel gebracht. Ah, es hat gut Aua gemacht. Wir könnten auch mal das hier machen. Das sollte auf den ja Schaden machen eigentlich. Keine Mana dafür. Ja, kommt man zu nix. Okay, schön, kann ich einmal heilen. Vielleicht reicht's. Oh, Mana. Mana, Mana, Mana. Sieht gut aus. Golden Magic Dagger. Okay, und irgendwas ist kaputt gegangen. Können wir direkt reparieren. Das können wir auch reparieren. Okay. Broken, broken. Weil die broken kann ich auch wegwerfen. Average. Die sind besser als die. Perfekt. Dann haben wir Rope und Leather Gauntlets theoretisch noch.
Den Bogen können wir auch reparieren. Ja. Einmal heilen. Aber jetzt habe ich überhaupt keine Mana mehr. Müsste ich nochmal was bauen. Hatten wir denn überhaupt noch? Restore Mana 7. Okay. Restore Mana. Okay. Was wir aber auch noch auf jeden Fall brauchen, wäre jetzt Cure Paralysis. Ja, den mit einem Heal, glaube ich, zusammen. Okay. Ja, dann können wir direkt noch Mana einmal restoren. Na, der Typ kommt auch direkt wieder, aber der kann dieses Mal zumindest nicht angreifen. Also zumindest nicht am Anfang. Und dann werde ich hier auch erstmal einen Schnitt machen. Und dann werden wir beim nächsten Mal hier weitermachen. Und schauen, was da noch auf uns wartet. Das scheint mir aber ein bisschen zu hoch für mich eigentlich zu sein. Die Gegner sind schon so ein bisschen stark. Na gut, dann bis zum nächsten Mal.